Einen wunderschönen Mockerplayer wieder hier für euch und zwar wieder mit einem Tipps, Tutorial und Guide Video. Und zwar reden wir heute über Helden neu erstellen, wie geht's schneller, welche Möglichkeiten haben wir und über die Samen und Blüten, die wir den Champions und Helden geben können, um sie zu verstärken. Wir fangen mit dem Schnellhelden erstellen einfach mal an. Wer meinen Stream geschaut hat, der hat natürlich dementsprechend schon ein bisschen Vorinformationen und hat es schon das ein oder andere Mal gesehen. Wenn wir einen Helden neu erstellen, ist er ja Level 1 und hat noch keine Fähigkeit. Wir können diesen ja durch Quests aufleveln zu Stufe 5. Und auf Stufe 5 bekommt er dementsprechend die erste Fähigkeit. Es sei denn, er hat eine Passive, dass er die schon auf Stufe 4 oder sowas schaltet. Schneller geht's natürlich durch unsere EP-Tränke und dafür verwenden wir entweder die erste Variante oder die zweite Variante von den EP-Tränken. Die größere Variante ist mehr, um schnell ein bisschen Levels zu pushen oder falls wir mal die beiden nicht mehr haben sollten, kann man dann auch zur Not den Mega-EP-Trank nutzen. Ist aber halt ein bisschen, ich sag mal, verschwendet in dem Fall, weil es halt ziemlich viel Erfahrung gibt. Und generell reicht ein EP-Trank der Super-EP-Trank ist und 5 EP-Tränke, wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe, für Stufe 5, um die erste Fähigkeit sich anschauen zu können. Wir machen es jetzt einmal vor. Ich habe einen Dieb erstellt und versuche den dementsprechend hinzubekommen mit der ersten Fähigkeit. Wir klicken auf den EP-Trank. Und schauen dann, wo ist unser Held, dem wir dementsprechend diesen EP-Trank zur Verfügung stellen wollen. Und geben ihm dementsprechend den EP-Trank. So lange, bis die erste Fähigkeit freigeschaltet ist. Und ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, aber es dürften die 5 gewesen sein. Nun haben wir die erste Fähigkeit freigeschaltet. Die können wir uns natürlich direkt anschauen und entscheiden, ist diese Fähigkeit die, die wir gewünscht haben, die so gut ist, dass wir den Held behalten wollen. Denn die erste Fähigkeit ist dementsprechend auch die teuerste, wenn man dann die Fähigkeit neu würfeln möchte mit den sogenannten Fähigkeitenwürfeln oder Diamanten. Natürlich, beide Varianten sind möglich. Dadurch, dass die Chance für epische Fähigkeiten und seltene Fähigkeiten bei der ersten Fähigkeit sehr gering sind und nur mit dem zweiten, dritten und vierten Slot der Fähigkeiten dementsprechend steigen, ist die erste Fähigkeit die teuerste beim Rerollen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir da natürlich schon die erste Fähigkeit dementsprechend so gut haben, dass wir die nicht mehr rerollen wollen. Und das können wir halt so machen, indem wir halt den Held so oft neu erstellen, bis wir die erste Fähigkeit entweder gut, passend, sehr gut oder perfekt bekommen. Womit ihr euch zufrieden gebt, ist natürlich euch überlassen. Und hat im Großen und Ganzen halt den Effekt, dass sobald die erste Fähigkeit perfekt ist, so eine Fähigkeit, die wir haben wollen, ist, behalten wir den Held, egal was die zweite, dritte oder vierte Fähigkeit sagt, denn die können wir noch etwas kostengünstiger neu würfeln und mit ein bisschen Glück passen die dann natürlich auch. In meinem Fall hat der Dieb jetzt nicht geklappt, wir wollen die Fähigkeiten, dass er so tanky wird wie möglich und da bringt uns Crit-Chance gar nichts. Da funktioniert es dementsprechend so, wir gehen wieder zurück, nehmen den Helden in die Infokarte und schicken den einfach zurück. Erstellen dann einen neuen Helden, in dem Fall von mir jetzt einen Dieb. Das funktioniert natürlich mit jedem anderen Helden auch. Kann natürlich dementsprechend teuer werden, je nachdem welchen Helden man erstellen möchte. Wenn es jetzt ein Tänzer, Berserker oder Geomant ist, kostet das Neuerstellen natürlich jedes Mal 5 Millionen Gold und kann natürlich gut ins Portemonnaie gehen. Aber das Gold ist natürlich wesentlich besser angelegt, als nachher Diamanten auszugeben, um Fähigkeiten neu würfeln. Beim zweiten Trank ist es ja, wie gesagt, so, dass wir hier nur einen Trank verwenden müssen. Dementsprechend verwendet erst die ganz kleinen und wenn ihr keine 5 Stück mehr habt, nehmt den mittleren. Und das können wir halt die ganze Zeit so machen und wieder zurückziehen, bis uns die Fähigkeit gefällt. Das wäre somit die schnellste Variante.
Ansonsten ganz normal natürlich questen, wenn die EP-Tränke ausgehen. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, den durch eine einzige Quest auf Stufe 5 zu bringen und sogar auf Stufe 10 zu bringen. Und das funktioniert im Prinzip so: Man sucht sich natürlich den Held einmal raus, sagt sich, okay, was kann dieser Held denn tragen? Von jedem brauchen wir natürlich einen Gegenstand und wählen dann natürlich die Gegenstände aus. Je nachdem, wie viel ja, ihr investieren möchtet für diese Versuche, vielleicht wollt ihr auch mehrere Helden des gleichen Typs erstellen, dann lohnt sich schon etwas mehr. Es funktioniert im Prinzip so: Wir suchen uns die Gegenstände auf T1 raus, also Stufe 1 Gegenstände. Entweder, ne, die Stufe der Qualität ist ja, investitionsabhängig, ob wie viel Gold, Diamanten ihr investieren möchtet für nur diesen Levelzweck. In der Regel reichen gewöhnliche bis außergewöhnliche Gegenstände aus. Desto mehr ihr investiert, desto schneller geht es, desto sicherer ist es. Aber in der Regel reichen die gewöhnliche Gegenstände, außergewöhnliche Gegenstände aus. Denn wir wollen natürlich diese Gegenstände auch verzaubern. Wir suchen uns also T1 Gegenstände raus. Wenn wir die passenden Gegenstände haben, gehen wir zurück, suchen uns dann dementsprechend die passenden Verzauberungen aus. Im Fall des Diebes, den ich ja jetzt erstelle, sind es das Windelement. Achtet also auf euren Helden, was ihr erstellt, was er für ein Element bevorzugt. Und dann schauen wir einfach nach. Bei einem gewöhnlichen Item brauchen wir auch eine gewöhnliche Verzauberung. Und am besten wäre da Stufe 9. In dem Fall, dass jetzt natürlich der neue Patch rausgekommen ist, gibt es auch Stufe 12 die Möglichkeit, das nochmal etwas zu verstärken. Beim Element reicht es in der Theorie aus, 9 Elemente zu nehmen, damit die Kosten nicht in unermessliche steigen. Beim Geiststein kommt es ganz drauf an. Es kann manchmal vorteilhaft sein, da ein Stufe 12er Geiststein zu nehmen. Wir nehmen jetzt einmal das Stufe 9 als Beispiel. Wenn unser Spiel denn nicht eine Pause einlegt, gehen wir schnell zurück. Variante ausgewählt. Nun haben wir das passende Element ausgewählt. Ich denke, beim passenden Element, das könnt ihr, wie gesagt, sehen, dass die Karteikarte, die Infokarte sind wir ja schon durchgegangen. Und dementsprechend rüstet dementsprechend hier das passende Element aus. Beim Geiststein gibt es da ja, die eine oder andere Möglichkeit. Die optimale wäre der Bär, dadurch, dass sie nicht nur Angriffsschaden, sondern auch das Leben etwas verstärkt und dadurch natürlich auch Aushalten und den Damage-Faktor erhöht, um halt die Quest schneller abzuschließen und das Überleben zu sichern. Der Bär wäre hier das Optimale. Wenn wir dann die Gegenstände soweit ausgerüstet haben, können wir den natürlich mit anderen Helden und Champions mit in die Questen schicken. Und soweit mir bekannt ist, ist es eine von denen hier. Müsste das Grab des Sonnengottes sein. Da kann man dann die erste Quest laufen. Je nachdem, wie die Gruppe Konstellation ist und wie stark die Gruppe ist. Es sollten grüne bis maximal gelbe Gesichterchen zu sehen sein. Und am besten natürlich der Smiley mit der Sonnenbrille. Dann kann nichts schief gehen. Desto schwerer die Schwierigkeit, desto besser. In manchen Fällen ist es vielleicht ratsam, einen kleinen EP-Trank mit reinzuschmeißen. Einfach um die erhaltene Erfahrung etwas zu steigern. Je nachdem, auf welcher Schwierigkeit ihr laufen könnt, reicht es dann aus, um den Helden schon auf Stufe 10 zu bringen. Und die ersten beiden Fähigkeiten sind euch angezeigt zu werden. Deutschen. Werden euch angezeigt und könnt dann entscheiden, möchte ich das nochmal machen, die Items wieder ausrüsten, ganz normal, so wie wir es jetzt auch gemacht haben. Den Helden neu erstellen, die Items wieder ausrüsten und ab in die nächste Quest. Das wären die Schnellvarianten für Helden erstellen. Welche Fähigkeit natürlich optimal für euch wäre, da gibt es genug Guides und so weiter und komme ich auch noch in den nächsten Videos drauf, für welchen Zweck, wie man da genau vorgeht. Ansonsten schaut gerne mal im Discord-Server das Handbuch, das Händlerhandbuch nach. Verlinkt ist es auch bei mir auf dem Discord oder ihr könnt bei mir im Stream
Ausrufezeichen HB eingeben oder Ausrufezeichen Handbuch, wird euch der Link angezeigt. Da gibt es jede Menge Infos, schaut da auch gerne mal vorbei. Bin dort ebenfalls als Autor tätig und schreibe da Texte zu vielen verschiedenen Themen und Infos für euch. Nun haben wir das Thema schnell Helden erstellen eigentlich so gut wie durch. Um den Helden, wenn er gut ist, zu leveln, nutzen wir dann durch Quests die EP-Tränke nicht, sondern die EP-Schübe. Die EP-Tränke sind, wie gesagt, zum Neuerstellen sehr schnell verbraucht, gerade wenn man nicht so viel Glück hat und 120 oder mehr Versuche braucht, was auch vorkommt. Deswegen, ne, haltet euch eure EP-Tränke gut auf und nehmt sie für den Zweck des Neuerstellens. Und damit kommen wir zu den Blüten bzw. den Samen. Und zwar, wem es aufgefallen ist, im Inventar bekommen wir durch verschiedenste Varianten Textform. Diesen Guide habe ich auch erstellt im Händlerhandbuch. Dementsprechend könnt ihr dort auch einmal nachlesen, wenn euch hier einige Informationen vielleicht nicht ganz klar sind. Dort habe ich es nochmal schriftlich verfasst. Vitalitätssamen, Kraftsamen, Widerstandssamen sind die drei, die jetzt gemeint sind. Und dementsprechend können wir hier, wie es hier steht, dem Helden und auch Champion einen kleinen Kraftschub geben, indem wir Vitalitätssamen, Kraftsamen und Widerstandssamen verwenden, um die jeweiligen Punkte zu bekommen. Diese erhaltet ihr durch verschiedene Varianten: Truhen, Glückspalast, Glücksbeutel. Ein NPC kommt rein und möchte die euch mal verkaufen. Durch Geschenke kann es kommen, dass ein Guildenmitglied euch da welche vorbeibringt. Und da gibt es noch einige Möglichkeiten mehr. Schaut einfach bei mir im Textkanal mit rein. Bei mir auf dem Discord verlinke ich das natürlich auch. Und könnt ihr dort auch dementsprechend nachlesen, wo das alles herkommt. Hierzu ist zu sagen, dadurch, dass sie nicht auf Bäumen wachsen und natürlich gewisse Helden neu gemacht werden, gelöscht werden, sind Champions ja die beste Wahl, um die ersten Samen zu verteilen. In der Rangliste sind Argon natürlich also Platz 1, gerade weil er euer stärkster Champion ist am Anfang. Danach würden Yami und Lilu sich so den zweiten bis dritten Platz so teilen. Lilu und Yami verkürzen eure Questzeit bzw. eure Ausruhzeit und verschaffen euren Helden noch einen kleinen Überlebensboost, entweder durch Ausweichen oder dementsprechend, indem sie jede Runde Leben regenerieren. Also sind die beiden Helden, Champions, Entschuldigung, sehr stark und auch vorteilhaft für eure Quests und Bosse, die ihr schnell vielleicht bei einem Event abschließen wollt. Also bevorzugt Argon, Lilu und Yami. Yami und Lilo, wie gesagt, welche zuerst, ist dabei egal. Als nächstes würden Sia und Polonia kommen, denn Sia und Polonia haben die Eigenschaft, Sia, fangen wir mit an, dass ihr mehr Quest-Komponenten bekommt, das heißt die Ressourcen, die von Quests herrühren, um Gegenstände zu craften. Da könnt ihr natürlich nochmal einen kleinen Bonus abgreifen. Und Polonia ist dafür da, um Gegenstände von den ganzen sogenannten Quests zu klauen und dementsprechend mehr Gegenstände für euch bereitzustellen, und die sind natürlich ein bisschen was wert. Könnt ihr dann dementsprechend in eurem Laden oder Markt verkaufen. Also Sia und Polonia, die teilen sich so ein bisschen die nächsten zwei Plätze, und dementsprechend am Anfang ist Polonia nicht so stark, ihr habt die Gruppen noch nicht so weit ausgestellt, deswegen würde ich Sia als erstes machen und dann Polonia. Aber was ihr zuerst macht, ist bei den nächsten Varianten würde ich sogar noch Ashley, wenn ihr sie schon freigeschaltet habt, bevorzugen, denn das ist so eine Mischung aus Argon und Yami, also durch Questschnelligkeit und Angriffs- und Verteidigungsboost. Ist also ganz praktisch, ist also eine Kombination. Wenn ihr sie eher freischaltet, dann dementsprechend zuerst, aber ansonsten in der Reihenfolge. Die nächsten drei wären Donovan, Hammer und Rudo. Dadurch, dass die ein bisschen spezieller sind und mehr von den Helden, die mit in die Quest geschickt werden, abhängig sind, würde ich dort erstmal sagen, nach eigenem Ermessen, vielleicht noch Rodo ein bisschen zuerst, dadurch, dass seine Fähigkeit die Zerbrechwahrscheinlichkeit runtersetzt in den ersten vier Runden.
bei mir jetzt zum, könnt ihr ja nachschauen, wie es bei euch ist, kann man euch ein bisschen Reparaturkosten und so weiter sparen, gerade wenn man Free-to-Play spielt. Und danach würden Hammer und Donovan kommen. Ja, der Vorteil ist, Champions gehen nicht verloren, die bleiben ja bestehen, dementsprechend sind da die Samen sehr gut angelegt. 40 Samen können wir reinpacken. Hier haben wir es natürlich schon fertig und dadurch kein Plus mehr. Und wie das Ganze aussieht, kann ich euch anhand meines Diebes einmal zeigen. Hier sind eine kleine Plus angezeigt. Können wir anklicken und dann dementsprechend, je nachdem, was wir davon anklicken, ne, Lebenspunkte, Angriffspunkte oder Verteidigungspunkte, können wir die verschiedenen Samen verwenden. 40 Stück können wir die Kategorie verwenden von Lebenspunkte-Samen, Kraftsamen und Verteidigungssamen. Können wir auswählen, wie viele wir haben oder wie viele wir hinzufügen möchten. Wir können ja auch Champions ein bisschen gleichmäßig verteilen, je nachdem, wie viele Samen wir über haben. Ansonsten einfach alle, die verfügbar sind, sobald es voll ist, zum nächsten springen. Bestätigen und das war's dann schon. Dann sind die Samen verwendet und machen euren Helden oder Champion etwas stärker. Beim Helden darauf achten, möchte ich diesen Helden wirklich behalten? Ist der so stark, dass der nicht mehr gelöscht wird oder in den nächsten halben Jahr bis Jahr nicht mehr gelöscht werden müsste? Anhaltspunkt dazu, wenn ihr eine Titanseele vergebt und die ist natürlich auch sehr gut überlegt zu vergeben, kann der auch schon Samen erhalten. Dadurch, dass die Titanseele selten ist, seltener sogar als die Samen, dadurch, dass man nur eine im Monat bekommt, ist es da schon voll ratsam, sich das gut zu überlegen, wo die Titanseele drauf geht. Und wenn man schon eine Titanseele drauf macht, dementsprechend Samen können dann auch nicht mehr schaden. Bei den Samen ist allerdings noch eine Besonderheit, denn wir haben ja jetzt überall 40 Samen verteilt bei einem Champion und Helden. Wie ihr hier seht, haben wir eine kleine Fusion gestartet. Bei den Fusionen ist es möglich, die sogenannten Blüten zu fusionieren und die besagen, dass wir 5 Punkte oder 5 Samen mehr pro Blüte auf einen Helden packen können. Bei einem Champion probieren wir es jetzt aus. Die Information muss ich jetzt auch noch selber testen, aber generell ist es bei den Champions und Helden möglich, dort dementsprechend die maximale Kapazität von 40 auf 45, 50, 55, 60 und so weiter zu erhöhen. Ganze 8 Mal können wir jeweils eine Blüte verwenden. Das bedeutet, wir können 40 Punkte, Samenpunkte mehr einem Champion oder Helden geben und das bedeutet, wir können 80 Samen verteilen. Allerdings, ihr braucht auch 10 Samen jeweils, um dementsprechend die Blüte herzustellen. Also das ist das Ganze ein Zeitspielchen. Aber nach und nach wird sich das erfüllen. So, wenn wir die Fusion gestartet haben und abgeschlossen haben, bekommen wir dementsprechend die Samen, die wir natürlich auch wieder hier im Inventar finden können. Und Champions sind dementsprechend auch möglich. Haben wir es hier nochmal gezeigt. So, da wir ja gesagt haben, Champions zuerst, das hat mit den Samen und den Blüten genauso zu tun. Helden machen wir zwischendurch neu oder der Patch kommt und verändert Helden, ist dann neu zu machen oder müssen angepasst werden. Deswegen Champions zuerst. Reihenfolge habe ich ja vorhin schon gesagt. Und da ich noch keine Blüten verteilt habe, ist mein lieber Argon der Erste, der die sogenannte Blüte erhält. Wenn wir dann soweit sind, können wir natürlich wieder die Samen auswählen. Und die 5, die wir jetzt als Maximum hinzugefügt haben, wieder verteilen. Und damit haben wir das Blütensystem und auch die Samen erklärt, wie ihr schnell Helden neu machen könnt und in welcher Reihenfolge wir die Samen verwenden sollten. Und so kleine Tipps dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnten viele Infos mitgeben. Wenn ihr noch weitere Infos braucht auf Deutsch, ganz schnell, und ich noch kein Video dazu gemacht habe und gerade kein Stream läuft, fragt persönlich bei mir nach. In meinem Discord gibt es genug Channels oder schreibt mich privat an. Ansonsten das Handbuch, das Händlerhandbuch, der Discord-Link ist mit in meinen Infoseiten verlinkt auf meinem Discord.
Und natürlich könnt ihr bei mir im Stream durch die Chatbefehle, dementsprechend den Discord, ebenfalls euch den Link zukommen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte einige an Infos weiterleiten an euch. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar da lassen, Like und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Hilft mir dabei, so viele Spieler wie möglich zu erreichen und natürlich auch etwas bekannter zu werden. Ich wünsche euch was. Wie immer, man riecht sich. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.